Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 39 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Ich will in dieser kurzen Sitzung versuchen, einen Rückblick zu machen, eine kleine Zusammenfassung zu geben, was wir in diesem einen Jahr uns alles angeschaut haben. Wir haben einen weiten Bogen geschlagen, einen Bogen der Geschichte, Philosophie, Naturwissenschaften mit einbezogen hat. Mit einbezogen hat in die Auffassung von Liebe, von romantischer Liebe, die man so, wie sie in der Literatur dann definiert wird, entsteht um 1750 und bis 1900 so aufrechterhalten wird, bis sie sich dann in der Moderne wieder vollkommen verwandeln wird. Es ist die Zeit, in der Europa das Entwicklungsdenken entsteht, das Denken mit dem Faktor Zeit, der Entwicklung bringt, ein Gedanke, der im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts ins Fortschrittsdenken kippt. In dieser Zeit verabschiedet sich das Abendland von Vorstellungen von Geschlechtlichkeit, die noch durchaus fluid sein können, in der noch es nicht so festgesurrt ist, was das Geschlecht ist und in welcher Form es sich ausleben kann, in der diese Vorstellungen verloren gehen hin zu festgesurrten Wesensbeschreibungen von Mann und Frau. Das binäre Geschlechtsmodell entsteht, die binäre Geschlechterlogik. Alle anderen Formen von Geschlechtlichkeit werden ausgegrenzt. Es gibt nur noch Mann und Frau, die polar sich gegenüberstehen, die die wahre Natur des Menschen sind, und alle anderen Naturen, wie jetzt eben die Homosexualität, werden ausgegrenzt. Romantische Liebe, wie sie im 18. Jahrhundert entsteht, ist das elektrische Gefühl zwischen zwei Polen, Plus und Minus. Ein elektrisches Gefühl, was Mann und Frau in der Liebe, die sexuell auch erlebt wird, zu der alten Einheit zurückführt, die es mal im Paradies gegeben hat. Zu paradiesischer Harmonie, zum Erleben von göttlicher Harmonie. Diese Vorstellung ist eben muss eingebettet gesehen werden in den geschichtlichen, gesellschaftlichen Kontext, in die Zeit der Industrialisierung der bürgerlichen Gesellschaften, die in Europa entsteht, einer bürgerlichen Gesellschaft, die nun abgeht von den ständischen Konvenienzehen hin zu den Liebesheiraten, zumindest am Anfang des 19. Jahrhunderts. Und Anfang des 19. Jahrhunderts haben wir sehr wohl gelebte Liebesbeziehungen, Liebesheiraten, die ausgelebt werden können, während dann vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im biedermeierlichen, viktorianischen Kontext aus dieser Form der Liebe ein Ideal wird, dem die Realität entgegensteht. Deutlich zu sehen an Madame Bovary. Das ist eine Entwicklung, die doch sehr deprimierend ist. Und die dann eben begründet liegt auch in dem Gleichheitsgedanken der bürgerlich-industriellen Gesellschaft zunächst, Ende des 18. Jahrhunderts, einer Gesellschaft,
die ständischen Grenzen aufheben will und mit der Aufhebung der Hierarchie der ständischen Gesellschaften wird nun eine Gleichheit proklamiert, die zunächst Mann und Frau als Gleichberechtigte begreift. Daraus wird Ende des 19. Jahrhunderts wieder ein Hierarchieverhältnis. Die Frau wird dem Manne wieder untergeordnet und Ende des 19. Jahrhunderts bemerkt sie das und bricht aus dieser untergeordneten Abhängigkeit. Sie bricht den Rahmen der Hausfrau, Mutter, des Püppchen des Mannes. Sie emanzipiert sich und sie geht auf Identitätssuche. So erfahren in Ibsens Nora oder in Puppenheim. Und dann wird daraus ein Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau, in dem wieder zwei Menschen aufeinander prallen und nun aneinander sich reiben und die Machtverhältnisse klären wollen und sich in Machtmomenten aufeinander treffen. Sehr triebhaft, sehr sexualisiert. Und das hängt nun eben wieder zusammen mit der Erfindung des Unbewussten als Triebkraft, wie sie Ende des 18. Jahrhunderts entsteht. Ende des 19. Jahrhunderts sind daraus zwei Triebkräfte geworden, zwei Triebe, Eros und Thanatos, die in ihrer Triebhaftigkeit die abendländisch-christliche Moralität überschreiten. Sehr schön zu sehen in Salome und Fräulein Julie von Strindberg, in beiden Stücken, in dem nun Sex und Liebe als Gefühl auseinandertreten. Und dieses Auseinandertreten von Sex und Gefühl als Krise zu erleben, das war André Gides Leben. Und das ist das Thema auch seines Buches L'Immoralist, des Buches, das wir das letzte Mal besprochen haben, und sein Aufbruch hin zu neuen Kontinenten jenseits der abendländischen Küsten. Romantische Liebe ist eine Erfindung des bürgerlich-industriellen Zeitalters. Sie war davor und danach nicht möglich, denn die Frage ist, was ist aus der romantischen Liebe im 20. Jahrhundert im Spätkapitalismus geworden? Zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg und in den 70er Jahren setzt sich immer mehr durch, dass nun das alte Hierarchiemodell des biedermeierlich-viktorianischen Zeitalters vorüber sind. Zwischen Mann und Frau wird immer mehr nach Gleichheit gestrebt. Die Hierarchie, die automatisch den Mann zum Dominanten in der Beziehung machte, geht doch verloren, so hoffe ich es zumindest, und so ist es ja auch zu bemerken bei uns in Europa. Zum anderen ist zu bemerken, dass die Geschlechter immer selbstbestimmter werden. Ein Geschlecht kann nun existieren, ohne das andere Geschlecht als Ergänzung zu brauchen, ohne ein geschlechtliches Gegenüber, in welcher Form das auch immer sein mag. Zu beobachten ist auch, dass in der modernen 20. und 21. Jahrhundert Sex immer mehr in den Vordergrund gestellt wird. Das eigene Lustgefühl, der eigene persönliche Orgasmus wird immer wichtiger. Und das sich aufgeben, das Verschmelzen mit dem anderen im Sinne eines sich Aufgebens, das tritt in den Hintergrund. Der eigene individuelle Lustgewinn, das ist das Entscheidende geworden.
Der gute Sex, der gute Orgasmus, der ist nun wichtig in einer Beziehung. Das hat sich geändert und selbst in den größten Liebesgeschichten, in größten Rom-Coms, ist diese neue Körperlichkeit zu bemerken. Wie gesagt, als in dieser neuen Form hat die romantische Liebe in gewisser Hinsicht überlebt, wenn eben auch in neuer Form. Die romantische Liebe erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit in Romanien, in den Romanen, in Serien. Zuneigung, Zärtlichkeit, zunächst ohne sexuelle Sexualität wird immer wieder auch in den Mittelpunkt dieser Literatur gestellt. Denken Sie nur an Stephanie Meyers Vampirromane mit den Protagonisten Edward und Bella. Aber denken Sie auch an diese vielen Rosamunde-Pilcher-Romane, die wir auch immer wieder im Fernsehen sehen können. Und ganz wichtig, bei der Jugend in der letzten Zeit sind die südkoreanischen Seifenopern geworden, die sich größter Beliebtheit auch außerhalb Asiens erfreuen. Die koreanische Welle, Hallyu, in der die Paare so was von schüchtern die ganze Zeit einander gegenüberstehen und nur auf das Wohl des anderen bedacht sind, dass das sehr verblüffend ist für uns Mitteleuropäer. Jane Austens Stolz und Vorurteil kommt in vielen Filmen immer noch als gern gelesener Roman vor. Er ist Grundlage für Filme wie Schokolade zum Frühstück geworden. Er ist zu sehen noch in einem Film E-Mail für dich mit Tom Hanks und Meg Ryan. Ich gestehe, ich selbst bin eine große Anhängerin dieser alten klassischen Form der romantischen Liebe. Ich erfreue mich auch der modernen Formen von romantischen Liebesbeziehungen, also auch der größeren Körperlichkeit und der netten Sexszenen, die wir in Büchern und Filmen erleben. Aber meine große Liebe gilt nach wie vor diesen Anfängen der romantischen Liebe, wie sie eben im späten 18. Jahrhundert entstanden ist.